Die Aufnahmen, die ihr jetzt zu sehen bekommt, stammen aus einem Video, was circa ein Jahr alt ist. Dieses Video war auch bereits auf unserem Kanal veröffentlicht. Nur damals wussten wir noch nichts zu den Hintergründen dieser Location. Als wir davon erfuhren, nahmen wir das Video wieder offline. Es handelt sich hier um einen Mordfall innerhalb einer Familie. Wen so etwas triggert, den bitten wir, diese Folge zu überspringen und sich lieber ein normales Lost Place Video von uns anzuschauen. Los geht's. Willkommen bei einem neuen Lost Place Video auf unserem Kanal. Ja, ich kann euch noch nicht wirklich sagen, wo wir hier sind. Es wirkt sehr interessant, ein Mischmasch von allem Möglichen. Seid einfach mal mit dabei. Wie es den Anschein hat, ist dieser erste Raum, dieser Dunstabzugshaube und diesen Lastenaufzug eine ehemalige, recht große Küche. Die Hauptbestandteile sind weg, aber hier hinten haben wir noch teilweise ein paar Kühleinheiten und hier Arbeitsflächen. Hier liegt alles Mögliche rum, ganz viele Gläser liegen hier auf dem Tisch. Und hier vorne, was ich euch leider pixeln muss, sind Bilder von ganz vielen, ich würde sagen, Jugendlichen. Mädels, schauen, was wir hier entdecken. Ja, und hier ist noch ein bisschen anderes Überbleibsel der Küche. Im anderen Raum abgestellt ein Herd plus Mikrowelle, würde ich sagen. Bei der Größe also dieses Gebäudes würde ich fast sagen, es könnte so eine Art Kinderheim gewesen sein. Ach du alter Schwede! Da hinten steht noch ein Klavier. Was wir hier haben, ist ganz viel, also jetzt abgesehen von den ganzen Puppen. Hinten haben wir noch eine Trommel. Hier so Malkästen für Wasserfarben. Und halt das Klavier in diesem Raum. Lässt darauf schließen, dass es mal so eine Art wie so ein Kunst- und Musikraum war. Vielleicht liege ich mit dem Kinderheim oder so ja gar nicht so falsch. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft man mit seinen Vermutungen, was Lost Places angeht, falsch liegt. So wie wir in diesem Fall. Hierbei handelte es sich nicht um ein Kinderheim oder dergleichen. Nein, dies war tatsächlich das Haus einer Großfamilie. Die beiden Eltern plus 10 Kinder. Es ist davon auszugehen, dass diese Fotos, die ich euch vorhin verpixeln musste, diese Familie wahrscheinlich gezeigt haben. Bei dem Gedanken daran läuft es mir immer noch kalt den Rücken runter. Hier oben auf dem Klavier haben wir eine Bescheinigung liegen von berufsbildenden Schulen. Könnte vielleicht sowas in der Art gewesen sein. Hier Kinderheim, berufsbildende Schulen. Gucken, was wir hier noch so entdecken. Hier in dem Raum ist wirklich alles voll mit Papieren am Boden, sei es über Versicherungen, Geschichtliches. Hier sind alles Mögliche. Hier sind noch in den Ordnern. Hier zum Beispiel von der Barmer-Versicherung für Kinder, Hilfsmittelversorgung für Punkt, Punkt, Punkt mit einem dazugehörigen Kinderausweis. Nicht nur versicherten Unterlagen von Kindern sind hier, hier sind sogar noch ärztliche Unterlagen von Diagnoseberichten und allem Möglichen. Also, wenn das wirklich so eine Art Berufsschule oder sonstiges gewesen ist. Und die verlassen ist, dann verstehe ich nicht, warum das hier noch liegt. Ja, hier haben sich wohl Jugendliche ein kleines Partyzimmer errichtet mit Krombacherfass am Boden und Tischenstühlen, Konfetti am Boden. Hier wurden des Öfteren mal sehr wilde Partys geschmissen. In dem Büro gibt es Leasingverträge,
Kaufbelege für Autos. Und hier sind Akten, wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten, vielleicht auch von den Kindern hier drin, wo die Namen draufstehen. Ich weiß aber echt immer noch nicht, was das hier sein soll. Das ist doch keine Berufsschule. Der Ehemann und Vater der Kinder war aufgrund einer psychischen Erkrankung schon seit den 90er Jahren Frührentner und kümmerte sich somit immer weiter nur ums Haus. Er galt als sehr gewalttätig und herrisch. Man hörte auch von Misshandlungen der Kinder und der Ehefrau. Die Frau allerdings arbeitete für die Kirche. Sie war auch sehr aktiv, was die Kirche im Allgemeinen angeht. Und der Mann war davon gar nicht angetan. Er versuchte sie des Öfteren von ihrem Glauben abzubringen und zog das Ganze auch ins Lächerliche. Das Paar war auch öfters getrennt. Der Mann hielt sich eine ganze Zeit lang dann im Ausland auf und es war ein wenig ein Hin und Her, aber am Ende kamen sie dann wieder zusammen, was die Sache aber nicht wirklich besser machen sollte. Das hier könnte mal so eine Art Bibliothek gewesen sein. Hier sind ziemlich alles mögliche an Büchern, sei es Pferdebücher, Lehrbücher, Krimis, Romane. Hier liegt so ziemlich alles am Boden. Hier im Nebenraum sind sogar auf den Regalen noch einige Bücher angeordnet. Was heißt geordnet? Hier unten ist echt heilvolles Chaos. Hier habe ich alles auseinandergerupft und runtergeschmissen, was nur ging. Hatte dieses Autoquartett früher auch gespielt? Also bei mir in der Schule war das immer ein richtiges Highlight. Alles mögliche an Autos. Sei es über Sportwagen, Trecker oder sonstige Sachen. Ich fand's immer cool. Ich sag mal, zu dem guten Film sage ich ja nicht nein. Heutzutage eher im Stream oder auf DVD. Und hier eine ganze VHS-Bibliothek. Überall verstreut. In so einem Ausmaß habe ich das auch noch nicht gesehen. Klassiker, Die Fliege, Pocahontas, alles Mögliche. Hier in dem Raum geht das weiter. Überall VHS-Kassetten. Wahnsinn. Da oben steht noch das Schweigen der Lämmer. Boah, krass. Ist ja echt immer schon krass, also wenn man so alles findet. Man denkt, oh, guck dir das Gebäude mal an, gucken, was das ist. Und dann ist es was, wo man sich überhaupt keine Reihen drauf machen kann. Das ist echt schon interessant. Ja, diese unteren Räume hier sind voll zugeschmissen mit allen möglichen Sachen. So Schaukelstühle, nicht nur ein Fahrrad rum. Nähmaschinentisch direkt hier vorne, yo. Ich habe alles hier einfach reingeworfen. Okay. Was Sie hier sehen, ist eine große Industriewaschmaschine. Das sieht man auch nicht alle Tage. Großes, recht altes Ding. Daneben noch ein kleinerer. Oder so ein Trockner. Als sich die eheliche Situation nicht verbesserte, trennte sie sich von ihrem Mann und zog mit den gemeinsamen Kindern aus. Da sollte erstmal eine Zeit lang Ruhe sein, bis die Scheidungspapiere ihren Ehemann erreichten. Der fasste daraufhin einen folgenschweren Entschluss. Seine Ehefrau sollte sterben. So fuhr er mit seinem Sohn und einer Tochter zu der Kirche der Frau, wo sie arbeitete, und im Keller erschoss er sie aus nächster Nähe mit seinem Gewehr. Kaum vorstellbar, nach dieser abscheulichen Tat zwang er seine Kinder auch noch, das Blut der eigenen Mutter aufzuwischen, um somit die Tat zu verschleiern. Danach floh er dann mit seinen Kindern nach München, wo er sich merkwürdigerweise dort der Polizei stellte. Im Nachhinein versuchte er sogar noch, seinem Sohn die Tat anzuhängen. Er sagte, er hätte ihn dabei erwischt und versucht es zu verhindern. Der Verdacht konnte sich allerdings nie erhärten und alle Anklagepunkte gegen den Sohn wurden fallen gelassen. Es war eindeutig, dass es der Mann war. Was wir hier unten sehen, dürften die ehemaligen Kinderzimmer gewesen sein. Ich meine, beim Durchzählen auch gesehen zu haben, dass dies 10 an der Zahl sind, also könnte das gut hinkommen. Ja, Leute.
Das ist natürlich ein eigentlich recht schöner Lost Place mit einer sehr verstörenden Hintergrundgeschichte dazu. Was sagt ihr denn? Hört oder seht ihr euch gerne True Crime Fälle an? Mögt ihr sowas mit wahren Verbrechen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, das würde mich wirklich mal interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und ich sag dann mal bis zum nächsten Mal bei Urbex Stories.